Das tödliche Gas war ihr zuvorgekommen. Oh nein. Über Belgien. Oh. Schrecklich sieht's aus hier. Oh je, oh Gott. Oh, das arme kleine Kind sucht ihre Mutter. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Lass mal hier nach was gucken. Da. Ah, ein Brief. Brief eines schottischen Soldaten. 19. April 1915. Lieber Freund, ich bin in Ypern, in Belgien, eine Stadt, die vor dem Krieg eine sehr schön gewesen sein muss. Das Bier hier ist auch nicht von schlechten Eltern. Allerdings würde ich jetzt lieber mit dir ein Ale runterspülen, alter Freund. In 2 Tagen bin ich an der Front. Pass auf dich auf und grüße meine Familie. John McCormack. Gut. Merci. Oh, danke schön. Dann komm. Mitkomm. Schnell hier raus. Und da ist die Mama schon. Ja. Oh. Da vorne geht's nicht weiter. Aber ich muss dahin. Der hat einen Schlüssel. Oh weh. Ein Zahnrad? Nichts. Gut. Was haben wir hier? Oh, alles so wackelig. Oh Gott. Ach du Jemine, Zahnräder. Ah, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Nee. Da? Nein. Nein. Anna. Irgendwie. Da muss erstmal ein großes hin. So, das ist da. Ich glaube, das kleine kommt dorthin. Und dann brauchen wir noch ein großes. Ein großes Zahnrad. Ach, nochmal, komm. Jawoll. Dann schnell raus da. Da ist noch jemand. So. Dem retten wir jetzt auch noch mal. Oh je. Oh Gott.
die Bucht. Ein zerbrochener Krückstock. So. Hier kommen wir nicht weiter. Aber hier kommen wir raus. Aha. Oh, schnell, Anna, schnell. Lauf. Einen Moment aushalten, ich komme sofort. Einen Schlüssel brauche ich. Mhm. Da. Der Vater. Und die Mutter wahrscheinlich. Nichts. Da irgendwas? Nein. Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Aber wo kriege ich den Schlüssel her? Hier ist nichts. Okay. Gut. Einmal zu weit gelaufen. Stereoskopische Kamera. Aha. Eine Bettpfanne. Und was ist das? Ein Holzdeckel. Ach, so ein Kreiselspiel für Kinder. So, was war das jetzt? 3, 8? 1, 4, 2, 6. Ah, okay. 1, 4, 2, 6. 8. Ah. Das hat alles der Vater erfunden.
Eine chemische Formel. Wenn Chlorgas inhaliert wird. 2Cl hoch 2 plus 2H2O 4HCl plus O2. Säure. Es entsteht Säure und Sauerstoff. Und das ist nicht gut für die Lunge. Ein Hebel. Ah, oh, sehr schön. Ah. Ja, wer möchte? Nochmal kurz durchlesen. Und der technische Fortschritt. Oh nein, oh nein. Darf ich jetzt? Danke. Ah, halt. Oh, ich muss. Ach, ich muss das wegmachen. Deswegen waren im Brunnen auch diese ganzen Handgranaten. Jetzt aber schnell. Oh, hoffentlich reicht das. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott. Oh. So, jetzt. Bei mir. Diese Quicktime-Events sind manchmal ganz schön anstrengend. Von der Gouvernante erfuhr sie, dass ihr Vater, ein angesehener Wissenschaftler, von Baron von Dorf verschleppt worden war, um seine Forschung in den Dienst des Krieges zu stellen. Anna machte sich auf die Suche nach dem Baron und traf dabei auf Emil und Frieden. Das Schicksal hatte sie zusammengebracht. Gemeinsam waren sie durchs Feuer gegangen, hatten Luftangriffe, Gas- und Granatbeschuss überlebt. Jetzt, da ihr Vater zum Greifen nahe war, würde Anna ihn nicht mehr entkommen lassen. Oh je, oh Gott. Das gab eine richtige Explosion. Okay, Leute. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Werde an dieser Stelle auch wieder einsteigen und bedanke mich dann schon mal fürs Zusehen und wünsche euch dann jetzt schon mal einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!